Hallo, ich bin Max Mutzke. Und da ist er. Ich freue mich sehr, dass du in meiner Sendung bist. Sehr gerne. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe beim Eurovision Song Contest 2004 auf der Bühne. Da hast du die ganze Zeit die Augen zugehabt. Ja, aber das kann ich dir auch erklären, weil, schau mal, ich war damals Schüler und das Einzige, was ich auf der Bühne gemacht habe früher war, und ich habe ja schon mit 6 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, mit 11 meine erste Band gehabt und da immer schon live gespielt. Ich durfte immer live spielen, aber ich saß immer hinter einem Schlagzeug. Mhm. Und es war immer eine Band um mich herum und ich saß immer hinten und hatte sozusagen immer eine natürliche Barriere zwischen mir und dem Publikum. Mhm. Und am Schlagzeug selber habe ich oft die Augen zugehabt, weil das natürlich eine ganz andere Konzentration nochmal erfordert. Und dann stehst du plötzlich von einer Woche auf der zur nächsten stehst du vor Riesenpublikum und dann hat sich das ja so rasant entwickelt, dass wir nach Wochen schon, da kannte mich niemand und plötzlich kannte mich ein großer Teil Deutschlands und auch ein beachtlicher Teil Europas, weil man plötzlich da auf der Bühne steht, sind 120 Millionen Zuschauer, sagt man sich. Ich hatte kein Mikro, kein Schlagzeug mehr um mich herum, ich musste komplett live singen. Ich hatte noch ein Lied, was verdammt schwer war, dieser hohe Ton, den zu treffen. Das war immer das Potenzial, dass man den total verhaut. Dann wäre auch der ganze Auftritt eine peinliche Situation geworden. Da wird ja 1:1 ausgestrahlt. Du kannst ja auch nicht nochmal sagen, hey, warte mal, ich mache nochmal schnell. Und das Nächste ist, ich musste ein Refrain auf Türkisch singen. Eine Sprache, die ich gar nicht spreche und ich musste sie so lautmäßig mir lernen und das kam alles an, das hat sich alles in diesem Schmelzpunkt auf dem Grand Prix quasi da getroffen, diese ganze Konzentration und diese Situation und diese wahnsinnig vielen Leute und dann blieb mir nichts anderes übrig, als mich irgendwie abzuschotten und die Augen zuzumachen, dann, sonst hätte ich Text vergessen, ich wäre abgelenkt gewesen von den ganzen tausend wedelnden Fahnen da im Publikum, die Bekannten, die da überall sitzen und Freunde und so. Da musste ich tatsächlich Augen zumachen. Es ist aber nicht mein Ding normalerweise, weil wenn du mich auf der Bühne siehst, ist alles andere als Augen zu. Ich habe immer die Augen auf, vor allem gucke ich immer Leute an, wir haben die ganze Zeit Interaktion mit dem Publikum. Das ist bei Balladen manchmal nochmal was anderes, weil man dann wirklich sagt, oh, ey, da kann ich mich so ein bisschen zurückziehen. So eine, einfach so die Lieder zumachen bedeutet ja tatsächlich, ich kann mich so ein bisschen mehr in etwas hineinfühlen und fühle mich nicht so ganz so beobachtet. Aber ist es dann so, wenn du dann doch mal die Augen zuschließt, dann sagst du nicht so, oh Mann, jetzt mach die Augen wieder auf. Also du lässt dich dann schon treiben und ja, dann ist es so, wie es kommt, kommt es dann einfach. Genau. Okay, super. Max, dann quatschen wir gleich weiter und sind in wenigen Minuten zurück. Es ist schön, wenn man alle Bilder hängen sieht, die man macht. Und dann ist es schön fürs Krankenhaus, dass da was hängt, was man angucken kann. Und wo man drüber nachdenken kann und vielleicht auch mal nachfragen kann, hey, was ist denn das? Was sind denn das für Kreise? Ja, das ist einfach schön für einen selber, dass man da was geschaffen hat, was Anklang findet. Aus allem etwas Positives gestalten. Das ist das Credo der Künstlerin Notburger Eiber. Sie selbst leidet seit Jahren an MDS, einer Knochenmarkskrankheit. Eines Tages besuchte sie einen medizinischen Vortrag zu diesem Krankheitsbild von der Ärztin Stephanie Parmentier. Diese benutzte zur Veranschaulichung mikroskopische Aufnahmen von Blutbildern. Das hat die Künstlerin sofort inspiriert. Und hat mich dann daraufhin angesprochen, dass ihr die Bilder sehr gefallen hätten, weil sie etwas Ästhetisches in ihrer Schrecklichkeit haben sozusagen. Und ob ich ihr ein paar Bilder zur Verfügung stellen würde, die sie dann künstlerisch umsetzen kann. Täglich schaut die Oberärztin durch ihr Mikroskop. Sie ist auch diejenige, die die Diagnose stellt. Mehrere tausend Blutbilder hat sie auf ihrem Rechner gespeichert und hat Notburger Eiber dann ein paar zur Verfügung gestellt. Die Idee von der Künstlerin ist es dann gewesen, etwas Neues aus den Fotos zu machen und sie in Holzdrucke zu übersetzen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ihrer Krankheit hat ihr sehr geholfen. Um die Diagnose auch zu überwinden irgendwo, damit fertig zu werden. Denn wenn man was tut, was arbeitet, wird man irgendwie schneller fertig mit der ganzen Sache. Vor einiger Zeit hat Notburger Eiber erfahren, dass sie Leukämie hat. Aufgrund dieser Diagnose kann sie momentan ihrer künstlerischen Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Ja, das fehlt mir. Das fehlt mir schon. Naja, ich schleiche dann immer an der Werkstatt vorbei, aber ich darf noch nicht rein. War ja seither isoliert. Ja, ich hoffe, dass es wiederkommt. Wir hoffen es auch. Die lebensbejahenden und fantasievollen Werke sind noch bis Juli in der Rems-Murr-Klinik in Winnenden ausgestellt und können auf Anfrage natürlich erworben werden.
Und wir sind zurück mit Max Mutzke. Wir sind im Scala übrigens in Ludwigsburg. Mhm. Bist du schon öfter gewesen? Ist ja die älteste Kulturstätte Ludwigsburgs. Was gefällt dir hier so gut? Die Leute sind total nett. Mittlerweile kennt man auch irgendwie, hat man das Gefühl, ganz viele von dem Team. Jetzt haben uns, das Scala hat uns ein schönes Frühstück gemacht, aber es kamen Freunde und die haben Essen mitgebracht. Ach komm. Und es war total geil. Die haben Salate mitgebracht und Hähnchenschenkel und wirklich total geil. Aber nimmst du dir die Zeit und machst dann so ein Event aus dem Ganzen? Machst nicht nur abarbeiten, weiter, sondern... Nee, aber so, wenn sie es anbietet, weißt du, es gibt ja so Städte, da verbindet man wirklich was. Hamburg zum Beispiel, da bin ich ja ganz oft, da haben wir unser Album produziert. Da ist es dann so, wenn wir da spielen, dann geht man auch wirklich mal raus über die Straßen und trifft Leute. Ich dachte immer, die Großstädte sind nicht deins. Du bist eher so der... Das ist richtig. Bursche. Alleine Fußgängerampeln sind für mich als Schwarzwälder der Horror, dass ich meinen Körper anhalten muss. Weißt du, was ich meine? Da ist das ein rotes Signal, ich muss stehen bleiben. Das ist im Schwarzwald so absurd. Ne? Mhm. Bei uns gibt es noch nicht mal eine Ampel weit und breit. Wirklich weit und breit nicht. In so Städten ist halt alles so krass. Das ist ja wichtig, weil so viele Menschen auf einem Fleck sind. Fahrradwege, man darf nicht auf den roten Backstein laufen in Hamburg, weil man sonst mit dem Fahrrad überfahren wird und muss dann rechts laufen. Wenn man noch seine Familie dabei hat, dann ist es mega anstrengend mit der Straßenbahn und den Ohr. Ich finde es total anstrengend. Also, weißt du, ich finde es nicht so cool einfach. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Max, dann quatschen wir gleich weiter und sind in wenigen Minuten zurück. Als du angefangen hast, Musik zu machen, wir holen ein ganz kleines bisschen aus irgendwie, da hast du irgendwie, wie gesagt, du möchtest das eigentlich gar nicht als Beruf machen, sondern du möchtest es beschützen und möchtest davon nicht abhängig sein. Jetzt ist die Geschichte natürlich total anders. Du kannst davon mittlerweile leben, wahrscheinlich auch sehr gut. Das gibt dir wahrscheinlich auch einige Freiheiten, die du auch auf deinem neuen Album ausleben konntest. Aber wie gehst du mit dieser Verantwortung um und mit diesem nicht mehr beschützten Raum, in dem du jetzt Musik machst? Also tatsächlich hast du vollkommen recht, das hat mich schon lange keiner mehr gefragt. Es war wirklich so, dass ich mit 16, bevor ich das Abitur gemacht habe, mit der Hauptschule ja aufgehört hatte. Und dann habe ich 2 Jahre Musik gemacht und als Beruf, weil ich dachte, das mache ich ja immer schon, seit ich denken kann, Musik, dann ist es auch der richtige Beruf für mich. Und dann habe ich Musik angefangen zu praktizieren als Beruf und zu studieren und damit mein Geld verdienen und fand es ab dem Moment schlecht. Jede Illusion weg, die Romantik war weg. Man muss super viele Kompromisse eingehen, damit du irgendwie abends ein paar Mark verdienst und so. Und dann ich mache das Abitur nach und bin mit 18 auf die Schule zurück, auf die Realschule. 2 Jahre Realschule, 3 Jahre Abitur. Das heißt, ich war nochmal 5 Jahre auf der Schule, war ich 23. Wow. Und das war aber cool, weil ich ja schon mit 16 bis 18 und auch mit 18 neben der Schule auch. Ich habe mit 16 angefangen zu arbeiten, ne? Also nicht zu studieren, sondern ich habe in einem Baumarkt gearbeitet, in der Tankstelle. Dann, als ich 18 war, habe ich gleich alle Führerscheine gemacht. Dann habe ich in der Kiesgrube bin ich LKW gefahren, immer in die Schweiz rüber, mit einem Vierachs. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet und so. Also immer irgendwas gemacht, damit ich meine Sachen verdienen kann. Und meine Eltern haben mich trotzdem noch unterstützt, aber es war trotzdem wichtig, weil es hat einfach viel Geld gekostet. Die Musikschule hat im Monat 500 gekostet. Mhm. Und dann alle Führerscheine und Motorrad fahren wollen und so. Und das war halt alles teuer. Aber das hat mich natürlich total selbstständig gemacht und auch sehr schnell begreifen lassen, dass man für sein Handeln Konsequenzen erwarten muss und dass man eben dein Handeln danach auch lenken muss, mit welchen Konsequenzen man zurechtkommt und welchen nicht. Und deswegen habe ich seitdem mache ich das Abitur nach. Und dann dachte ich, mache ich Musik tatsächlich, behalte ich mir das als sehr wertvolles Hobby und gehe dann nie in die Situation wieder zurück, dass ich davon abhängig bin und es unter Umständen verliere und dann alles verliere. Und dann kam aber das Ganze, was dann halt eben kam mit dem Grand Prix und dann war Musik mit Vollgas zurück. Und dann war es wie so eine Welle, auf der man gesurft ist. Max, okay, cool, dankeschön. Und wir schalten nochmal ganz kurz in meinen nächsten Beitrag und sind gleich zurück. Viele Frauen träumen von klein an davon, einmal im Leben für einen Tag Prinzessin zu sein. Für Mareike und 4 weitere Frauen ist dieser Wunsch im Stuttgarter Stage Apollo Theater jetzt Wirklichkeit geworden. Anlass hierfür war eine einmalige Aktion von Disneys Musical Aladdin zum 25-jährigen Geburtstag des Musical-Standorts Stuttgart. Diese Damen haben sich bei uns beworben für diese Aktion Einmal Prinzessin und sie waren heute Morgen im ersten Teil des Tages schon shoppen in der Outlet City Metzingen, wurden dabei beraten von Topmodel Barbara Meyer. Und treffen dann im Backstage-Bereich Nienke Latten. Sie spielt die Hauptrolle der Prinzessin Jasmin im Musical Aladdin. Ich bin sehr aufgeregt eigentlich, das alles zu sehen zu lassen und ja, das ist etwas Besonderes. Sie zeigt ihnen ihre Welt und die farbenprächtigen Kostüme, in die sie während der Show schlüpfen darf.
Mareike verrät uns, wie sich das hier alles gerade für sie anfühlt. Wie so eine kleine fremde Welt, die ich gerade betrete und halt einfach auch mal schauen kann, wie das so läuft in so einem Musical und auch, ja, wie so eine kleine Prinzessin halt lebt, wohnt, was sie so den Tag über macht. Und dann werden die Gewinnerinnen selbst zu Prinzessinnen und werden von Profis von A bis Z gestylt. Und Tipps für die aktuellen Trends 2019 gibt's von Topmodel Barbara Mayer noch obendrauf. Ich bin ja immer für Farbe. Das habe ich heute beim Shoppen schon ein paar Mal gesagt. Ich finde es schade, wenn man immer nur schwarze Jacken hat und so farblos. Also Farbe ist für mich der Trend Nummer eins. Und dann ist Mareike fertig gestylt und rundum zufrieden. Ich fühle mich schön. Also mir ist echt super gelungen. Ich fühle mich pudelwohl in meinem Outfit. Und ja, freue mich jetzt auf das Musical. Apropos Musical. Ich schlage vor, Sie suchen sich auch schon mal ein schickes Outfit aus, denn wir verlosen jetzt Tickets für das Musical Aladdin. Schreiben Sie einfach eine Mail an verlosung@regio-tv.de und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei. Max, wir sind am Ende. Dir alles Gute. Dankeschön. Eine bunte Zukunft. Danke, gleichfalls. Und Dankeschön und alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.